Fühlen Sie sich so? Lange Zeit haben Sie hell gebrannt. Doch irgendwie war es zu viel. Und am Ende nichts als Asche. Ausgebrannt. Darum geht es, um das Burnout-Syndrom. Herzlich willkommen. Wenn wir müde, erschöpft oder abgeschlagen sind, dann liegt es in der Regel an einem Übermaß an Arbeit oder einem Mangel an Erholung. Ein paar Tage langsamer, Entspannung, etwas mehr Schlaf und zur Not Urlaub, dann wird's schon. Aber nicht immer. Bei einigen Patienten nützt Schlaf und Ruhe kaum etwas. Sie versuchen beständig Erholung zu finden, doch die gesuchte Regeneration stellt sich nicht ein. Weder ein ruhiges Wochenende noch ein Urlaub führen zur Erfrischung. Viele liegen dann viel tagsüber, denn irgendwie scheint das besser zu sein als sitzen oder gar stehen. Was ist das? Wenn sich kein körperlicher Befund findet, dann lautet die Antwort oft ein Burnout-Syndrom. Und auf diese Begrifflichkeit würde ich jetzt gern etwas näher eingehen und sie untersuchen. Meist wird es so beschrieben: In einer Phase hoher Anspannung geraten vor allen Dingen sensible und ehrgeizige Menschen in eine Überforderung und eine Sinnkrise. Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Entfremdungsgefühle und Depressivität bis hin zum Suizid kann die Folge sein. Dieses Konzept erscheint irgendwie plausibel, logisch. Lange Überforderung führt eben zu Müdigkeit und Erschöpfung. Auch leuchtet dieses Bild ausgebrannt ein. Erst hell gebrannt, dann ist die Energie verbraucht und nichts mehr übrig außer Asche. Ja, Asche. So fühlen sich manche Patienten. Aber ist das so eine gute Bezeichnung? Erst einmal die Wortwahl. Ausgebrannt. Ausgehend also von einem hohen Energiezustand geht etwas in einen niedrigen. Wenn Sie sich noch dumpf an die Schule erinnern, an was denken Sie dann? Klar. Natürlich an den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Aus einem höheren Energiezustand geht es immer in den niedrigen zurück. Nie. Das heißt, aus einem Streichholz kann beim Verbrennen nur Asche werden, niemals zurück. Es ist also nicht umkehrbar, so sehr sie sich auch anstrengen. Nur bei Harry Potter gibt es einen drinnen, da steigt der Phönix aus der Asche auf, im realen Leben aber nicht. Ausgebrannt, abgebrannt, ein trostloses Bild. Aber es tauchen dann Fragen auf. Wie erklärt sich die ganze andere Symptomatik? Das Gefühl, neben sich zu stehen, benommen zu sein. Und vor allen Dingen, warum hilft Ruhe nicht? Dieser Begriff Burnout wurde dann sehr viel kritisiert, vor allen Dingen von psychiatrischer Seite aus. Es wurde gesagt, diese Bezeichnung sei nicht richtig hilfreich. Über 100 verschiedene Einzelsymptome würden unter diesem Riesentopf Burnout aufgezählt. Und somit bleibt unklar, was eigentlich gemeint ist. Die Grenzen seien schwammig und für die Therapie würden sich keine vernünftigen Perspektiven ergeben. Daher wird von der wissenschaftlichen Medizin, insbesondere von der Psychiatrie, diese Bezeichnung kaum oder gar nicht verwendet. Sie wird also bestimmt nicht von einem Psychiater wegen Burnout krankgeschrieben. Im Kern würde, so wird meist gesagt, ein anderes Krankheitsbild vorliegen, nämlich eine Depression. Die Bezeichnung Burnout würde nur dazu dienen, die Diagnose Depression zu umgehen und auf den Zustand Überarbeitung zurückzuführen. Das hört sich natürlich besser an und stigmatisiert nicht so. Die Vertreter dieser Sichtweise weisen außerdem zu Recht auf ein Problem hin. Ruhe hilft nicht. Und hier gibt es durchaus Parallelen zur Depression. Auch eine Depression wird durch Ruhe und körperliche Schonung in aller Regel schlechter als besser. Ja, Rückzug, Vermeidung von Kontakten und Anregungen muss sogar als gefährlich bezeichnet werden. Und schließlich wird angeführt, dass es für die Diagnose eines Burnouts kaum harte Kriterien gibt. Es gibt keine standardisierten und gesicherten Fragebogeninstrumenten für das Beschwerdebild. So, und was jetzt? Ist also das ganze Gefühl der angespannten, leeren Erschöpfung nichts als eine verkappte Form der Depression? Die Antwort ist nicht ganz einfach.
Ja, viele unserer Patienten fühlen sich bedrückt und würden sich vielleicht auch als hilf- und hoffnungslos bezeichnen. Doch wenn ich die Betroffenen nach den Ursachen frage, bekomme ich meist zur Antwort, sie seien nicht wegen der Depression erschöpft, sondern eher umgekehrt. Sie seien bedrückt wegen ihrer abgrundtiefen Erschöpfung und des Energiemangels. Sobald sie sich aktiver fühlten, wäre auch die Stimmung besser. Dazu kommt noch etwas anderes. Die meisten Betroffenen haben auch mit Antidepressiva und mit Psychotherapie nur sehr begrenzte Besserungen erfahren. Meist sagen sie, ja, ich kenne mich seit der Psychotherapie selbst besser, weiß auch, warum ich so leicht angespannt bin und schlecht Nein sagen kann. Nur meine Erschöpfung ist nicht verschwunden. Was die meisten auch finden, je entspannter sie sind, desto besser geht es ihnen. Doch eine Wiederherstellung der Gesundheit, die bleibt in aller Regel aus. Wer sich so erschöpft fühlt und keine Hilfe bei der üblichen Medizin erhält, sucht andere Hilfe und eine Erklärung, eine Theorie für die eigenen Beschwerden. Die Antworten hängen oft von Zufällen und auch von den Fachrichtungen der Ärzte ab, die aufgesucht werden. Nicht selten suchen die Betroffenen Hilfe bei Naturheilärzten, Heilpraktikern. Jetzt heißen die Antworten Borreliose, Amalgamvergiftung, Umweltgifte, Wasseradern, Handystrahlen, Parasiten, Pilze, Chemikalien und andere mehr. Auch CFS wird oft vermutet. Statt Antidepressiva werden andere Präparate eingenommen: Homöopathie, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Pflanzenwirkstoffe und anderes mehr. Doch hier sind die Erfolge meist nur gering und allenthalb kurzfristig. Viele Betroffene wechseln jetzt häufig Arzt- und Therapieverfahren immer nach der Suche nach sinnvollen Erklärungen und darauf aufbauenden Behandlungen. Wie kommen wir jetzt weiter? Gibt es eine bessere Erklärung für die Erschöpfung und die innere Anspannung? Wir glauben ja. Wir haben in den letzten Jahren intensiv die Zusammenhänge erforscht und haben dabei neue Erkenntnisse gewinnen können. Wenn es mir jetzt gelungen ist, Sie ein wenig neugierig zu machen, dann finden Sie diese Ergebnisse in weiteren Filmen auf unseren Internetseiten. Schauen Sie einmal rein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.